Dach Leute und damit ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Weitere Runde Polybridge. Wir sind letztes Mal gestoppt bei dem ersten Sprung. Manchmal ist die beste Lösung, über die Spalte zu springen. Okay, wir haben 8 Straßen. Wie schnell bist du? Ja. Was wäre denn? Mit so einer kleinen, aber feinen Sprungschanze. Hält das schon, mal gucken. Wie weit fliegst du? Okay, hält nicht so. Vielleicht mit dem Muskel? Oh, komm. Okay. Der landet irgendwo hier. Gefühlt so. Dann maybe mit einer Feder hier unten platzieren. Okay, wie halte ich das? Der muss ein bisschen smoother hier drauf kommen. Okay, okay, dann machen wir das ja aus Stahl. Ein bisschen vor. Ganz schön am Wackeln. Aber obere 2%. Das ist... ist nicht schlecht. Wir haben oben hier diesen kleinen Jumper. Ich glaube, das kann ich sogar alles noch ein bisschen kleiner ziehen. Die unten lasse ich das, glaube ich. Weil das ist so gut. So. Und noch mit einem kleinen Frontflip rein. Perfekt. 91%. Obere 2%. Oh, kann man nicht meckern. So, und dann machen wir auch weiter mit Stop and Go. Wieso Stop and Go? Okay. Wir könnten natürlich mit Hydraulik arbeiten. Was das Game auch eigentlich von uns möchte. Wir könnten aber natürlich auch einfach drüber bauen. Was dann dementsprechend auch wieder einiges billiger wird, deswegen haben wir mal Tangentenfunktionen. Gucken mal. Ja, so. Füllen wir auf. Oh, das könnte echt sehr, sehr knapp werden. Und dann. Ah, okay. Stecken wir das alles mal ein bisschen mit Holz. So. Und dann hier auch nochmal. Es könnte vielleicht sogar schon reichen. Hier ist relativ viel Belastung jetzt. Aber die wiegen ja auch nichts. So, und das Boot geht unten runter her. Ja, also. So, du kleiner VW-Bus. Wie süß. Hupp. Ja, obere 6%. Läuft. Sagen, weiter geht's. Felsstütze. Okay, das Ding guckt raus. Ich hab eine Idee. Also ich werde es ja wahrscheinlich hiermit stützen müssen. Oder... können natürlich auch... Ah, warte mal. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Das wird nie im Leben funktionieren. Aber... warum nicht ausprobieren? Fertig ist unsere Brücke. 18.000, knappe 6.000 unterm Budget. Puh.
das war close, aber das funktioniert halt einfach wirklich einwandfrei. Obere 4%. Das hat denn so der Großteil der Community gemacht. So, erstmal nach Budget. Keine Fehlanzeige. Keine Fehlanzeige. Keine Fehlschläge. Okay, wir haben den Bug. Wir haben Wigglebrücken. Wir haben Wigglebrücken. Wir haben... Ah, der hat's auch so gemacht. Aber... ganz sparsam unterwegs, der Fuchs. Und das ist auch nice. Ah, das bricht ein. Okay. Aber nicht schlecht. So, 4 Level noch to go. Ich glaube, wir machen jetzt diese 4. Gehen wir jetzt noch so durch. Versuchen die hier ein bisschen durchzuhasseln. Okay, hier brauche ich... Okay, du wiegst 9 PG. Wir wollen hier durch, aber da... Okay. Warum haben wir 4-mal Hydraulik? Ich hätte sogar fast gesagt, wir brauchen nur eine. Und um möglichst... Okay, vielleicht doch ein weiter. So. Bauen wir erstmal wieder die altbekannten Dreiecke und dann würde ich den gerne zu einer Seite durchziehen lassen. So, und das ist die hier. Bedeutet, wir machen hier eine Hydraulik hin und stützen wir das hier noch ein bisschen. Sind wir bei 12.000. Oh, das ist auch... Das hilft aber... Vielleicht noch einen Splitschein reinmachen und dann dürfte das halten. So, schwimmen wir ein bisschen vor. Du musst höher. Heißt, du musst weiter nach unten. Brauche ich das hier überhaupt? Ja. Ja. Huh. Sehr, sehr Knäppchen. Ah, warum brichst du? Warum brichst du mir da weg? So, das können wir vorstellen, das funktioniert ja, das wissen wir. So, dann klappt das wieder zu. Huh. 90%, obere 11%. Ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Das kann man, glaube ich, noch besser machen. Und die Stütze hier unten, glaube ich, auch. Ich glaube schon fast, dass das ausreicht. Dasselbe machen wir hier auch mal. So, passt ganz clean durch. Ist bei 11.000, wenn das funktioniert. Okay, ich brauche definitiv nicht so viel. Immer noch obere 11. Ich bin doch gerade 2.000 runtergegangen vom Budget her. Wissen wir nicht, euch noch kleiner ziehe. Die Hydraulik kostet halt gerade sehr viel. Kann ich das nicht eventuell sogar so machen? Weil der zieht den ja ordentlich weit nach hinten. Genau. Sieht doch schon besser aus. Wenn das jetzt auch hält, wer... Knorke. Ich bin jetzt auch wieder bei 10.800. Das ist auch so das Budget, was ich gerade eben hatte. Also, oder? War es besser? Schlechter? Es war sogar schlechter. Ich probiere mich mal ein bisschen rum, dann sage ich mal, was ich so gemacht habe. Oh mein Gott. Das alles habe ich jetzt... Das waren 600 oder 400 Dollar. Und dafür obere 8%. Okay, ich bin dann, Alter. Nächstes Level, bitte. Ich kann nicht mehr. Landstütze.
Okay, ich muss das definitiv irgendwie stützen. Tada. Okay, das hält erstaunlich zu gut. Okay. Obere 10%. Perfekt. Noch nie so schnell ein Level erledigt. Weiter geht's. Das war also jetzt mal im Gegensatz zu all den anderen Sachen. Das war ja gerade der absolute Troll. Okay. A muss nach oben und C und E müssen nach unten. Haben wir Hydraulik? Machen wir zweimal Hydraulik. Finde den Hydraulik-Controller, um einzustellen. Ach so, ja, komm. Machen wir ja im Schlaf hier. So. Dreiecke, weil es schön aussieht. Seid nicht so hoch. Ich könnte die so ziehen lassen. Dann bin ich aber... Budget, warte mal. So, das kostet 3000. Das kostet 1500. Wir probieren's. Ich weiß nicht, ob die hier durchpassen. Weil der zieht sich ja nur zur Hälfte ein. Das wäre ein Meter. Sind die Meter hoch? Ja, das dürfte eigentlich passen. Ups. Wir sind sehr schnell. Genau, das passt. Ach, vergessen. Aus. Genau. So, können wir nochmal ein bisschen vorspulen. Dann kommt der andere. Und dann kommt noch der Buddy hinterher. Perfekt. Obere 12%. Brauche ich eine Hydraulik? Brauche ich eine Hydraulik? Kann ich die jumpen lassen? Probieren wir es mal aus. So, gerade eben war mein Budget ja um die... knapp. Das soll ich auch nicht so schnell machen. Okay, Nummer 1 ist geschafft. Ah! Wenn ich das so mache... Oh mein Gott, das könnte funktionieren. Der prallt so doof mit seiner Nase auf. So? Ach komm, das muss funktionieren. Ja, nee. Okay, was ist denn, wenn ich hier einfach eine Straße mache, die so ein bisschen abrundet? Dann fixieren wir das so. Komm, mein Kleiner. Ich muss den Jump ein bisschen anders machen. Aber so schafft er es nicht. Come on, jetzt aber. Hör auf deiner Nase zu landen, bitte. Oh mein. Hm. Wenn ich sowas mache. Da kommt viel Druck hier drauf, ja, das war mir schon klar. Okay, der darf jetzt nicht mehr auf seiner Nase landen, aber wie krieg ich den? Aha! Aha! Ist das dein Bruder? Komm, sei nicht so schnell. Jawohl! Oh mein Gott! Oh, was? Ach, come on! Okay, warte mal. Das kriegen wir aber noch ein Stück billiger. So, das alles ein bisschen so ziehen. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier brauchen. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier brauchen. Oh, da kommt jetzt sehr viel Gewicht. Okay. Ah, ich brauche hier noch... Okay, unter 5. Und das hält mich nicht zufrieden. Bitte, 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 sei nicht zu schwer. Oh mein Gott, du willst mich natzen.
gern unter 5 bleiben. Brauche ich das hier? Ich glaube nicht. Okay, nächster. Ja. Oh komm, der letzte darf jetzt auch nichts kaputt machen. Der hat viel Tempo drauf. Komm, 10%. Bitte. 5%. Jawohl. Auf geht's. So, da bin ich mal gespannt, was andere gemacht haben. Budget, sortier, okay. Wow. Oh, wow. Wie zur Hölle hält das? Okay, die haben so ähnlich gearbeitet wie ich, nur einen Ticken anders, aber ich finde, also. Sieht absolut weird aus, aber es hält. Es hält. So, dann gehen wir zurück zum Weltmenü. Letzte Map der ersten Welt. Wie heißt die große Brücke, ne? Genau. Nutze deine grundlegenden Baufähigkeiten, um eine große Brücke zu bauen. Das sollten wir hinkriegen. Vielleicht nicht damit bauen. Ist das die Mitte? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Genau. Krieg ich irgendwie hin, dass beide... Sieht gerade sehr, sehr stumpf aus, was ich hier mache. Ich habe das große Gefühl, dass es im Leben nicht halten wird. Aber wir werden es jetzt einfach mal noch copy-pasten. Auf die andere Seite machen. Mal gucken. Nee, das stützt. Jetzt muss das, glaube ich, at least hier schon mal stützen. Und hier. Und wenn das zu gut ist, dann können wir das hier immer noch... Oh, das sieht gar nicht gut aus. Ja, okay. Dann machen wir hier sogar noch verstärkte Straßen hin. Das ist irgendwie nicht der Mittelpunkt, oder? 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Das hier ist... Oh mein Gott, was mache ich denn? Okay, probieren wir es mal so. Wir lassen es erstmal so stehen. Okay, das ist zu stark belastet. Was ist denn, wenn wir hier... einen Dreifachmuskel fast gefühlt reinbauen? Mich regt das aber auch ein bisschen auf, dass es 0 so ein bisschen gebogen ist, damit sich die Kraft auch besser verteilt. Okay, wir brauchen... Machen wir mal hier und hier was hin. Das wird auch brechen. So, auf beiden Seiten. Okay, das dürfte jetzt... Ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen, diese Brücke. Dieses Stück wird brechen. Okay. Dann geht wirklich die ganze Kraft nach unten durch. Dann ersetzen wir das mal. Machen wir das mal auch direkt mit. Weil die Kraft geht ja von hier überall auf die Kanten. Wenn hier unten Metall ist, dann dürfte... Oh mein Gott. Genau, durch das jetzt alles auf die Seiten verteilen. Deswegen hält die Brücke. Huh, aber ganz schön Knäppchen. Obere 6% wieder. Erste Map eigentlich jetzt geschafft. Wir schauen uns jetzt auch mal zum Abschluss. Ja, okay. Was sind das für Brücken? Okay, das sind so Hängebrücken. Aber ganz komisch. Wir hatten jetzt einen Preis von... 25.000. Dann gucken wir mal so, was Leute auch so um den Preis gemacht haben. So seit 10. Das ist sogar noch billiger als ich. Der hat so viel Metall verbraucht und ist trotzdem unter mir vom Budget. Aber ist clean. Cleane Brücken. Der hat direkt mit zwei Muskeln gebaut.
Ist aber für ein Budget auch unter mir. Ich baue hier meine Dreifachmuskeln gefühlt. Hier. Aber egal. Wir lassen es jetzt noch einmal zum Abschluss durchlaufen. Gehen sogar extra mal hier in diese Winkelperspektive. Ja, belassen uns Anzeige aus. Nicht die schönste Brücke, aber zum Abschluss der ersten Welt muss es reichen. Das waren jetzt ein bisschen viele. Also, waren einige an Leveln, die wir jetzt durchgespielt haben. Aber es ist auch die erste Map, beziehungsweise die erste Welt. Und ich hoffe, dass es jetzt in der zweiten, dritten, vierten und fünften natürlich um einiges schwerer wird. Und dass sie alles auch ein bisschen schrecken können, dass wir mal ein bisschen länger dran hapern, irgendwas zu bauen. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und ja, deswegen haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.